Ich grüße euch, Kinder Souls, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Arztane Council, wo wir uns gerade ein bisschen mit dem Pretherin anlegen. Wir versuchen gerade, oh, Frieden gibt's. Inari Foundation und Valdari Assembly, sehr schön. Wir versuchen gerade hier drüben Zora zu befreien und zu verhindern, dass Ma Adetta dort in die Hände wieder der Pretherin fällt, indem das dann wieder befestigen. Und dann werden wir nach Tiffim, beziehungsweise nein, nach Hemtaris natürlich, uns aufmachen. Und Hostile Fleet engaged. Debris analyzed. Oh, was haben wir denn hier? Valdari Assembly. Rannt hier nicht mehr die Unabhängigkeit. So, nee, hier sind wir falsch. Da wollte ich nicht hingucken. Hostile Fleet engaged. Da wollte ich hingucken. Nach Ma Adetta nämlich. Ach, die haben die Station fertig gebaut und hauen ab. Ja, die hauen ab. Verdammt. Hostile Fleet engaged. Ja gut, dann müssen wir es jetzt alleine erledigen. Situation ist sehr, sehr ungünstig. Aber gut, okay, können wir nichts machen. Sind wir einfach zu spät gekommen? Ich hoffe, der Arkan-Schwarm Situation Log updated. Ohne da irgendwelche Verluste einzustecken. Schauen mal. Hostile Fleet engaged. Oh, Handelsabkommen mit den Extran läuft ab. Das geht natürlich nicht. Hat sich ihn hier breit gemacht. Warum geht das nicht? Die mögen uns nicht. Okay, also die Inari haben hier den Krieg scheinbar verloren. Mit allen Gebieten, die dazu gehören. Sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Okay, die Itztran. Mal gucken, wo ich hier oben. Ach, da haben sich die Pretherian auch schon breit gemacht. Unterstützen mal ihre Unabhängigkeit. Und wir bieten ihnen ein Handelsabkommen an. Damit sie sich da vielleicht ein bisschen befreien können. Und dazu wollen wir nur Wurmlochstation Zugang. Zu wem gehören die denn? Ach, zum Anathurian Imperium. Okay, gut. Station under attack. Was? Hostile fleet engaged. Die eingehende Übertragung. Hallo Freunde, vielleicht erkennt ihr mich noch als den Wissenschaftler, der auf Urak Phaeton verschwunden ist. Ha! Da, wo wir den Tempel gebaut haben, ja? Seid euch gewiss, mein plötzliches Verschwinden war durchaus beabsichtigt. Die Einheimischen hier sehen mich als eine Art Gottheit an. Und warum auch nicht? Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, diesen wilden, wahre Zivilisation beizubringen. Ja, was in dich gefahren, können wir sagen. Oder du wirst dich augenblicklich zur Extraktion bereithalten, oder du bist wahnsinnig. Ja, wir fragen ihn mal, was in ihm gefahren ist. Ich hatte einfach genug. Genug von den kurzsichtigen ethischen Bedenken, genug vom Spott meiner Kollegen. Vor allem aber hatte ich genug von passiver Beobachtung. Ha! Was für ein Unsinn. Es ist unsere Pflicht, uns in primitive Kulturen einzumischen und sie zu führen und zu etwas Nützlichem zu formen. Aus der Ferne beobachten ist nichts als eine schändliche Methode, sich um die Verantwortung zu drücken. Okay, dann halte ich doch mal bitte zur Extraktion bereit. Ja, ich fürchte, dafür ist es zu spät. Ich nehme keine Befehle mehr von Leuten an, die unter mir stehen. Ihr hattet freien Zugriff auf meinen Intellekt und was habt ihr getan? Verschwendet habt ihr ihn. Hier werde ich mit dem Respekt behandelt, den ich verdient habe. Mein Zuhause ist jetzt hier. Mit meinem Wissen und den technischen Schaltplänen, die ich mitgenommen habe, werde ich diese Kultur gewaltig nach vorne bringen und zu etwas Großem formen.
Ja, du bist vielleicht wahnsinnig, Junge. Im Gegenteil, ich habe mich noch nie klarer gefühlt. Der Tod des Aztani-Council ist unvermeidbar. Man müsste blind sein, um die Anzeichen dafür nicht zu sehen. Oh, es könnte ein Jahrzehnt oder auch ein Jahrhundert dauern, aber euer Niedergang wird kommen. Nachdem ihr euch selbst vernichtet habt, wird die Galaxie dem lebendigen jungen Kulturen gehören, wie der, die ich hier gerade aufbaue. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Lebt wohl. Okay. Hat es jetzt irgendwas Neues gespawnt oder Cybrex? Klage des Weltraums. Debris analyzed. Separatistenmandat, Trümmer, mehr Trümmer. Nee, hat's nicht. In dem Fall, Ma'adetta, wie sieht's aus? Achso, die sind noch am Kämpfen. Ich dachte, die wären fertig. 3 Korvetten haben wir verloren. Haben wir das dann geschafft? Wir haben 3 Korvetten verloren, oh Mann. Ja, dann springt doch mal nach Hemtaris rüber, Leute. Da bauen wir auf. Und diese Flotte hier werde ich auch nach Hemtaris springen lassen. Hier zum Treffpunkt. So, die Wurmlochstation ist da drüben, ne? Wo springen wir hin? Ich komme von da rein. Ja, kommt doch mal hier rüber. Beziehungsweise, wir treffen uns alle hier. Das geht wahrscheinlich schneller. So, sehr hübsch. Die Jungs hier. Und dann hier auch zum Treffpunkt. Kurzer Zerstörer, gehen wir nach Tiffen. Ja, was ist jetzt passiert? So sollte das eigentlich aussehen. Und dann beobachten wir noch ein bisschen den Admalakan-Schwarm. Ja, die schicken hier die ersten Jäger uns entgegen irgendwie. Die werden hoffentlich abgefangen von unseren Geschützen. Ja, geht so. Situation Log updated. So, ohne Verluste, sehr schön. Dann kann der Admalakan-Schwarm auch nach Hemtaris. Ach, und die kommen dann von der anderen Seite aber reingesprungen. Die brauchen ja keine Verstärkung, die können einfach noch da bleiben. Ist mir egal. So, wohin wollt ihr denn? Das Brachium-System. Habe ich das gut überlegt? Wer hat vielleicht den Schattig abgefangen? Das war gut. Station under attack. Ja. Die werden abgefangen. Sehr schön. So, hier drüben die Ecke haben wir also befreit. Erstmal. Mein Schattig, das ist auch kein Problem für unsere Station. So, und dann können wir uns jetzt um Siloch wollten wir uns, glaube ich, zuerst Station kümmern, ne? Station under attack. Oder? Ne, wir wollten nach Tibor springen. Tibor Prime, weil die Station, glaube ich, Hostile sind, fleet ne? detected. Ja. Situation log updated. Oh, eine Flotte. Hier, wo wollt ihr denn hin? Nach Markup oder so, na gut, da werden die auch aufgerieben. Nein, Markup müsste es auch eine Station mit einer Überlichtfalle geben. Station under attack. Station under attack. Ja, es müsste eigentlich hinhauen. Die Frage ist nur, wie viele die erledigen können. Bevor sie erledigt werden. Station under attack. Debris analyzed. Ich glaube, die kegeln sich da ganz schön schnell durch. Durch die Flotten.
Situation log updated. Vielversprechender Offizier, Captain Elgikron, der kommandierende Offizier der Nimbluff 6, hat beim jüngsten Gefecht im Markup-System Leistung über die Dienstpflicht hinaus gezeigt. Die Admiralität auf Akmalakan erkannte die Qualität sehr schön. So, wir haben ein Forschungsschiff in Asterion, das gerade nichts zu tun hat. Warum hat das nichts zu tun? Forsche doch mal zum Beispiel dieses hier. Dann kannst du direkt nach Xora rüberspringen. Und da weiter erforschen. Ja, diese Systeme hier sind tot, ne? Die sind nicht mehr besiedelbar. Leider. Das ist ein bisschen blöd. Aber Construction halt complete. So, Markup, die Flotte haben wir aufgerieben, scheinbar. Baumhafen Davi Alap hat seine Baureihe beendet. Brauchen wir noch ein paar Zerstörer? Ja, für den Notfall. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt haben gerade in Tiffin. Da haben wir schon 14 Zerstörer. So, hier wird noch gekämpft in Chadib. Weil die dürften eigentlich auch nicht so wirklich eine Chance haben gegen die Festung. Weil die Schiffe ja quasi unbewaffnet sind. Also da fangen wir jetzt alles ab, was durchkommt. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, und dann können wir uns hier mal um kümmern, dass die Flotten vielleicht, die haben alles. Die bräuchten noch 12 Korvetten. Wo haben wir denn die anderen hier in Hemtaris? 3 Korvetten. 12 Korvetten, also die vierte und die erste. Schließen 11 Korvetten brauchen die in Wirklichkeit nur. Na ja, toll. Das sind auch Korvetten. Die brauchen 16 Korvetten. Das sind genau 16. So, einmal anschließen bitte. Und wenn die das geschafft haben, dann haben wir unsere Flotten wieder soweit in Ordnung, ne? Akmalakan. Vollständig, die haben mindestens ein halbes Komplement, die haben ein ganzes, die sind auch fast vollzählig. Und dann können wir nach Tibor einfallen. So, ich glaube, die haben sich schon angeschlossen. Sehr schön, unsere Flotten sind also bereit, nach Tibor zu springen. So, hier wird immer noch gekämpft. Leute, was ist denn da los? Erledigt die doch mal. Ja, und die sind weiter gesprungen, kommen in Markup raus und werden da direkt aufgerieben. Ne, die halten nicht an dem Markup. Oh! Wo wollten ihr hin? Hier, Flotten, halt. Auf jeden Fall halt. Ich muss erstmal gucken, wo die hin wollen. Die müssen wir nämlich zuerst erledigen. Machen die Markup halt, oder? Machen die gar nicht halt? Evading hostile fleet. Station doch, under attack. So, dann springen wir doch mal nach Markup. Und schauen direkt, wie es da aussieht. So, die sind gerade reingekommen. Situation log updated. Weiß nicht, ob wir es schaffen, die abzufangen. Wahrscheinlich nicht, ne? Die durften vorher wieder rausspringen. Vielleicht, wenn wir mega schnell sind.
weiß nicht. Ach, die sind im Kampf. Das heißt, sie müssten dann Notfall rausspringen. Ja, keine Ahnung, was unser Konstruktionsschiff da gerade vorhat. Ich dachte, es wollte sich in Sicherheit bringen. Oh, da haben sie meinen wunderschönen Dings erledigt. Mein Raumhafen. Bauen wir mal direkt einen neuen. Station under attack. Und das Konstruktionsschiff hält die scheinbar noch im Kampf. Vielleicht hält sie auch lang genug im Kampf. Station under attack. Hostile fleet engaged. Also wir können ja immer so ein neues Ding bauen. Station under attack. Zu halten oder irgendwas. Unglaubliche Geldverschwendung, aber wir haben es im Moment. Station under attack. Ja, jetzt haben wir sie. Okay. Jetzt müssen die mit einem Notfallsprung raus. Hostile fleet engaged. Das würde denen auf jeden Fall wehtun. Debris analyzed. Hier haben die Construction jetzt complete. Schon ein Schiffsgeschwader auf Castor Prime. Ja, spring doch mal direkt auf die Oberfläche. Wie sieht es bei den Osten? Die haben 3 Nahrung zu viel. Nicht schlimm. Wir bauen hier einfach die Bergbaunetzwerke ein bisschen aus. Ja, dürfte alles gewesen sein. Sehr schön. Mal. Die Point-Defense-Geschütze müssten jetzt eigentlich schon ballern, ne? Auf die Reichweite müsste eigentlich drin sein. Weil ansonsten haben die viel zu wenig Chance, diese Jäger abzufangen. Hostile fleet engaged. Ich dachte gerade, die hätten wir alle weggeglüht, war nicht so. Ein paar leben noch. Die müssten da eigentlich zerfetzt werden bei der Anzahl von Geschützen, die wir da hinbringen. Der Kampf ist heute irgendwie sehr ruckelig. Hostile fleet engaged. Den Bakboros. Ah, müssen wir mal gucken. Wo wohnen die? Ich glaube, hier links irgendwo waren die. Das war ich hier, glaube ich, ja, genau. Ein Überbleibsel. So, Handelsabkommen, mal gucken. 38,43. Ja, lohnt sich auf jeden Fall für uns. Wir haben natürlich nicht wirklich Bock drauf. Na, was haben wir an strategischen Ressourcen noch übrig? Terraforming, Kristalle und Gase. Felderkristalle könnten wir den, glaube ich, anbieten. Oh Gott. Also die sind mega abgeneigt. Wir können den ja mal gucken. Energie-Credits. Ich glaube, die haben genug Energie-Credits. Ja, wir müssen denen richtig viele geben. Was für uns dann natürlich gar keinen Sinn ergibt. Geben wir den einmal Haustiere. Auf Haustiere stehen die total. Ja, also ich glaube, mit denen kriegen wir kein vernünftiges Abkommen hin irgendwie, leider. Also ein Forschungsabkommen mit denen ist super schwierig, weil wir einfach keinen Gegenwert haben, den wir denen bieten können. Ja. Ist halt schade, dann muss es leider auslaufen. Die strategischen Ressourcen sind irgendwie wertlos geworden. Ach nein, bauen die hinten schon wieder? Aber wir müssen echt mal. Weil hier hinten wieder eine Station bauen. In Maadetta und oder Asterion.
damit die ja nicht ständig Scheiße bauen und das wieder befestigen. Ich meine, solange die da nur Befestigung haben, ist alles okay. Das ist nicht weiter schlimm. Den Semmerbrook. Gucken wir doch mal. So, die waren, glaube ich, irgendwo hier drüben, ne? Malgari, sind das nicht die? Ja, das sind die Semmerbrook. So, haben wir was davon? Ja, das sind 35. Ja, haben wir. Da haben die keinen Bock drauf? Okay, gut. Ja, nee, dann nicht. Ist ja okay. Wenn die nicht wollen. Wir fressen uns hier schon schön durch ihre Flotte durch die Routen, ja. So, haben wir irgendwas verloren? Ich denke nicht, ne? Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Wo sind wir denn gerade? Im Markup? Dann springen wir einfach von Markup nach Tibor. Ich habe keinen Bock, schon wieder hier nach Maadetta oder sowas zu springen. Kommen wir von hier drüben, glaube ich, rein. Müsste hinhauen. Schauen mal. Da liegt Maadetta in unserem Bereich angeblich noch nicht. Ich sehe das natürlich anders. Aber angeblich liegt es noch nicht in unserem Bereich. Ja, da müssen wir mal schauen. Dass wir da in die Nähe irgendwie was geklotzt bekommen. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. So, da sind wir schon direkt in Kampfreichweite reingesprungen. Oh ja. Hostile fleet engaged. Ach, da ist so ein kleiner Schwarm, mit dem wollten wir sich wahrscheinlich zusammenlegen, oder? Hostile fleet engaged. Ach, zum Glück sind wir eigentlich von Hemtaris reingekommen. Da wären wir direkt auf die drauf gesprungen. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Station under attack. Hostile fleet engaged. So, haben wir jetzt alle Flotten drin? Nee, eine fehlt noch. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log so, updated. Nochmal ein vielversprechender Offizier, okay. Situation log updated. Konzentriert euch auf die Station, updated. Lieber Leute. Debris analyzed. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Also ich glaube, die waren ganz schön überrascht, dass wir da reingekommen updated. Sind. Nach Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ich frage mich, ob man diese Stimme auch, ja, weiß nicht, ausschalten kann. Ich meine, wenn er uns einmal pro System sagt, dass dann Engagement ist, dann ist Hostile alles gut. Fleet engaged. Aber wenn er uns das jedes Mal sagt, wenn wir jetzt so ein neues Schiff hier angreifen, dann ist das natürlich ein bisschen nervig. So, ich wünschte, die würden sich nicht aufteilen, sondern würden erstmal den Stationen hinterher. Situation log updated. Und dann können die meinetwegen immer noch. Situation log updated. Gehen. Ich meine, wenn da eins rausspringt oder so, ist nicht Situation schlimm. Log updated.
Irgendwie läuft es heute sehr... Situation Log updated. Keine Ahnung warum. Ob da jetzt zu viele Fraktionen hier auf der Karte sind oder was. Die da im Hintergrund natürlich die ganze Zeit berechnet werden. Situation Log updated. Also ich würde sagen, das war schon mal ganz schön gut. So Leute, greifen wir hier überhaupt rein an. Ah, hier drüben, das Schiff hat es auch erwischt, okay. Nichts verloren. Eine Korvette haben wir verloren. Und hier haben wir auch eine Korvette verloren. Nein! Unsere wertvollen Korvetten. Ja, irgendwie scheinen es zu viele Schiffe zu sein, die da beteiligt sind. Debris analyzed. So, haben wir hier eigentlich schon mal eine ganze Flotte oder sowas zusammen? Müssten wir eigentlich bald. So, dann gucken wir mal, wenn wir in Tibor sind. Oh, da springt jemand auf uns drauf. Silo, schauen wir ein paar Stationen. Die Flotte, damit habe ich nicht gerechnet. Hier drüben ist noch... Oh, süß, hier ist noch so eine kleine Vorhutflotte. 3000er Stärke. Tja, Chipolan wissen wir nicht. Hier drüben, was im Schwarzen Loch vorgeht, wissen wir auch nicht. Ja, aber Utriga und Silutsch können wir uns dann auf jeden Fall schnappen. Ich meine, da ist ja tatsächlich gar nichts. So, Maadetta haben die hier wieder befestigt. Unglaublich. So dreist. Aber gut, da müssen wir irgendwie durch. So, ich wollte mal gucken. Tiffin, da haben wir fast eine Flotte vollständig. Da können wir dann vielleicht den, ich weiß gar nicht, welcher Schwarm fehlt uns, der Akmalakan, Davi Flebet, der Davi Alab-Schwarm, den können wir dann wiederbeleben. Tatsächlich. Und da haben wir 5 Schwärme, die hier operieren. Also mal gucken. Die sind ganz schön weit von uns weg. Vielleicht greifen wir die trotzdem mal an. Fliegen denen so ein bisschen entgegen. Machen die ein bisschen fertig. Ja, das Gefecht, werte Kinder Souls, werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.